Justin, wir haben ein Problem. Im Internet findet man viele Texte und Videos, in denen behauptet wird, dass es keine Gravitation gibt. Das Herabfallen von Gegenständen wird deshalb über die Materialdichte erklärt. Gegenstände mit hoher Dichte bewegen sich nach unten und Gegenstände mit geringer Dichte bewegen sich nach oben. Dieses Prinzip ist übrigens durchaus vom Mainstream voll anerkannt und wird auf den griechischen Gelehrten Archimedes zurückgeführt, der bereits vor über 2000 Jahren den Auftrieb von Gegenständen beschrieben hat. Allerdings hat die Behauptung, dass es nur Auftrieb, aber keine Gravitation gibt, massive Konsequenzen, denn die Gravitation ist gemäß der Mainstream-Lehrmeinung unter anderem für die Planetenbahnen sowie die Kugelform von Himmelskörpern verantwortlich. Und auch die Kernfusion in den Sternen wäre ohne Gravitation nicht möglich. Die Nichtexistenz von Gravitation ist somit eine wichtige Voraussetzung für den Glauben an eine flache Erdoberfläche. Denn sobald es Gravitation gibt, ist es schwer zu erklären, warum die Erdoberfläche nicht doch eine Kugel ist. Unter Schwerelosigkeit neigen große Objekte dazu, sich kugelförmig anzuordnen, weil eine Kugel die ausgeglichensten Kräfteverhältnisse besitzt, da alle Punkte auf der Oberfläche den gleichen Abstand zum Mittelpunkt haben, sodass auf alle Teilchen die gleiche Kraft einwirkt. Ein Beispiel für diese Behauptung aus unserem Alltag sind Seifenblasen, die nahezu perfekte Kugeln bilden, aber niemals Würfel, Pyramiden oder andere geometrische Formen. Bei einer flachen Erdoberfläche hingegen wäre es sehr wahrscheinlich, dass die Gravitation lediglich im Zentrum direkt nach unten wirkt, während mit zunehmender Entfernung zum Zentrum der Winkel immer flacher werden würde. Der Extremfall wäre dann der Südpol, an dem die Gravitation auf einer flachen Erde nahezu waagerecht zur Erdoberfläche verlaufen würde. Diesen Effekt müsste man sehr stark ausgeprägt auch in Argentinien, Südafrika und Australien wahrnehmen, aber meines Wissens nach fallen auch in diesen Ländern alle Dinge senkrecht nach unten. Das lässt eine flache Erdoberfläche doch sehr unwahrscheinlich erscheinen. Ein weiteres Problem bei der Ablehnung der Gravitationstheorie ist die Richtung des Auftriebs bzw. Abtriebs. Woher weiß denn ein schwerer Körper, dass er nach unten fallen soll? Und warum steigt ein Heißluftballon nach oben? Auftrieb kann also nur dann funktionieren, wenn es eine Kraft gibt, die schwere Dinge nach unten zieht, sodass im Gegenzug Objekte mit geringer Dichte nach oben gedrückt werden. Das größte Problem beim Verständnis von Gravitation ist vermutlich die Tatsache, dass die Wirkung in unserem Alltag stets nur nach unten gerichtet ist. Von Skeptikern wird oft argumentiert, dass noch nie jemand gesehen hat, wie ein kleines Objekt um ein größeres gekreist wäre. Also beispielsweise eine Murmel um einen Fußball. Eine solche Beobachtung werden wir vermutlich auch nie machen können, weil die gewaltige Anziehungskraft der Erde die gegenseitige Anziehung solch kleiner Objekte deutlich überlagern würde. Um also beweisen zu können, dass es neben dem Auftrieb auch Gravitation gibt, wäre es gut, wenn man eine Beobachtung machen könnte, bei der ein Effekt nicht nach oben oder unten, sondern nach links oder rechts auftritt. Denn waagerechte Bewegungen lassen sich nicht mit Dichte und Auftrieb erklären. Und tatsächlich konnte bereits 1798 der britische Naturwissenschaftler Henry Cavendish eine waagerechte Wirkung der Gravitation nachweisen, als er die Gravitationsdrehwaage erfand. Ähnlich wie bei einer Hantel sind zwei Kugeln durch eine dünne Stange miteinander verbunden. Selbstverständlich bestehen die Kugeln aus einem nicht-magnetischen Material, denn es soll ja nur die Gravitation und Nicht-Magnetismus nachgewiesen werden. Dieses Gebilde ist in der Mitte der Stange an einem dünnen Draht aufgehängt, sodass sich die Konstruktion frei bewegen kann. Bringt man jetzt zwei weitere Massen in die Nähe der Hantel, so kann man beobachten, dass sich die Hantel zu drehen beginnt. Da die Drehung aber nur minimal ist, wird meistens am Drehpunkt, also dort, wo die Hantel am Draht hängt, ein kleiner Spiegel angebracht. Dieser Spiegel wird im abgedunkelten Raum von einer Lampe oder einem Laser angestrahlt und reflektiert das Licht auf die gegenüberliegende Wand.
Durch die Länge des Lichtstrahls machen sich auch kleinste Änderungen der Hantelposition als eine gut sichtbare Bewegung des Lichtpunkts auf der Wand bemerkbar. Wenn man die beteiligten Massen kennt und die Beschleunigung des Lichtpunktes misst, kann man daraus die Gravitationskonstante berechnen. Das größte Problem bei diesem Experiment und speziell bei der genauen Bestimmung der Gravitationskräfte ist es, störende Umwelteinflüsse abzuschirmen. Die bewegliche Hantel befindet sich daher meistens in einem luftdichten Gehäuse, so dass kein Windhauch die Massen versehentlich bewegen kann. Problematischer ist da schon die Gravitation, die die Umgebung wie zum Beispiel das Haus oder die Erde auf das Gerät ausübt, denn die lässt sich nicht abschirmen. Da die Gravitation aber sehr schnell mit zunehmendem Abstand abnimmt, führen die Auswirkungen nur zu minimalen Verfälschungen, die vernachlässigbar sind. Wer den Effekt selbst einmal erleben möchte, sollte sich mit Physiklehrern an örtlichen Gymnasien oder Universitäten in Verbindung setzen und um eine Vorführung bitten. Danach dürften auch die größten Skeptiker von der Existenz der Gravitation überzeugt sein. Nachdem wir nun wissen, dass es Gravitation gibt, wollen wir noch einen Blick auf die mathematische Formel werfen. Gesucht ist die Kraft mit dem Buchstaben F, die zwischen den beiden Massen M1 und M2 wirkt. F leitet sich vom englischen Wort für Kraft, nämlich Force, ab. Weil sich beide Massen gegenseitig anziehen, wirkt in beide Richtungen dieselbe Kraft, so dass wir die Kräfte in beide Richtungen mit derselben Formel berechnen können. Mathematisch ausgedrückt bedeutet das: Kraft 1 ist gleich Kraft 2. Aber wie groß sind denn nun die beiden Kräfte? Nehmen wir mal an, wir stellen eine Schüssel auf eine Küchenwaage und drücken die Tara-Taste, sodass die Waage auf 0 steht. Jetzt füllen wir einen Liter Wasser in die Schüssel. Die Waage zeigt dann 1 Kilogramm an. Füllen wir einen weiteren Liter Wasser in die Schüssel, zeigt die Waage 2 Kilogramm an und so weiter. Wenn man also die doppelte Masse auf die Waage legt, wird offensichtlich die doppelte Gewichtskraft auf die Waage ausgeübt. Mathematiker sprechen in diesem Fall davon, dass die Kraft F proportional zur Masse M1 ist. Die mehrfache Masse führt also zur mehrfachen Kraft. Was für die Masse M1 gilt, wird natürlich auch für die Masse M2 gelten. Wir brauchen also eine Formel, die die doppelte Kraft ergibt, wenn man eine der beiden Massen verdoppelt. Und das erreichen wir ganz einfach dadurch, dass wir die beiden Massen miteinander multiplizieren. Die Gravitationskraft ist somit proportional zum Ergebnis der Rechnung Masse 1 multipliziert mit Masse 2. Aber die Gravitationskraft hängt nicht nur von den beteiligten Massen, sondern auch von der Entfernung zueinander ab. Mit einer Küchenwaage lässt sich das leider nicht mehr zeigen, denn die Entfernung wird jeweils von Schwerpunkt zu Schwerpunkt berechnet. Da der Schwerpunkt der Erde gleichzeitig der Erdmittelpunkt ist und dieser knapp 6.500 Kilometer unter uns liegt, müsste man schon sehr weit in den Weltraum fliegen oder extrem genaue Waagen haben, um messbare Auswirkungen festzustellen. Über die vorhin erwähnte Gravitationsdrehwaage kann man aber durchaus in horizontaler Richtung einen Effekt beobachten, wenn man den Abstand zwischen den Testmaßen verändert. Es stellte sich heraus, dass die Kraft kleiner wird, wenn man den Abstand vergrößert. Wir müssen also das Produkt der Massen durch den Abstand, der hier mit dem Buchstaben R bezeichnet wird, teilen. Eine genauere Untersuchung ergab allerdings, dass der Abstand einen deutlich größeren Einfluss hat als zunächst angenommen. Aber warum ist das so? Schauen wir uns folgende Zeichnung an. Ausgehend von einem Punkt links unten zeichnen wir in jeweils gleichen Abständen ein Quadrat in den Verlauf der Strahlen. Wir sehen, dass die Fläche bei doppeltem Abstand bereits 4-mal so groß ist und bei dreifachem Abstand sogar 9-mal so groß. Wenn wir uns das erste Quadrat links unten als Intensität der Kraft im Abstand von einem Meter vorstellen, ergibt sich im Abstand von 2 Metern, dass sich dieselbe Intensität bereits auf die vierfache Fläche verteilt und im Abstand von 3 Metern verteilt sich die Intensität bereits auf die neunfache Fläche. Mit anderen Worten,
Im Abstand von 3 Metern ist die Kraft nur noch ein Neuntel so stark wie im Abstand von 1 Meter. In der Mathematik spricht man von Quadratzahlen. Die Gravitation nimmt also mit dem Quadrat der Entfernung zwischen den beiden Massen ab. Damit ist unsere Formel so gut wie vollständig. Weil aber die Natur nichts von unseren üblichen Maßeinheiten wie Kilogramm oder Meter weiß, müssen wir buchstäblich noch eine winzige Korrektur vornehmen, damit das Ergebnis dieser Formel mit anderen Formeln vergleichbar wird, die sich ebenfalls mit Kräften befassen. Dieser Korrekturfaktor wird auch Gravitationskonstante genannt und mit dem Buchstaben G abgekürzt. Der Wert beträgt ungefähr 6,674 mal 10 hoch minus 11 mit der seltsamen Maßeinheit Kubikmeter dividiert durch Kilogramm mal Sekunde Quadrat. Ausgeschrieben wäre das 0,000000000006674. An dieser sehr kleinen Zahl kann man gut erkennen, dass die Gravitation die schwächste aller uns bekannten Kräfte ist. Dass die Gravitation trotz ihrer Schwäche dennoch für eine Vielzahl von höchst unterschiedlichen Effekten verantwortlich ist, liegt daran, dass es die einzige uns bekannte Kraft ist, die sich bislang nicht abschirmen lässt und dass die beteiligten Massen wie zum Beispiel Sonne, Erde und Mond sprichwörtlich astronomisch groß sind. Daher kann auch eine an sich winzige Kraft durch entsprechend große Massen erhebliche Auswirkungen haben und beispielsweise Planeten auf ihrer Bahn halten. Lasst uns gemeinsam weiter am Ball bleiben und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.